dieses scheiß ABS-Kabel, ja Freunde. Mein ABS-Kabel hat einen weg. Ich müsste lieber Andreas Motor sich mal ein neues geben lassen. Oh, ja. Grün. Danke. Halt die Fresse. Achso, Navi sagt Ankunft 2.51 Uhr. Oh. Bis so Viertel vor drei in Nordheim. Läuft. Oh, nee. Oh, nee, also jetzt. Oh. Oh, das hey. Oh, bitte hier nichts auf der 661 und nichts auf der A5. Bitte. Habt irgendeinen anderen Einsatz. Holt eine Katze vom Baum oder sowas. Aber nichts hier auf der Autobahn. Nee. Uhr. Ich bin in Nordheim auf dem Autohof. Ich habe Feierabend und somit Wochenende. Ging ja dann doch ganz gut. Ich fahre nach Hause. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen wieder. Hallo, ich nehme mal 12 mehr Grips. Oh, ja. Ja, 12. Alle einzeln? Alle einzeln, ja. Ja, ein Cheeseburger. Ja. Eine 20er Chicken McNuggets. Welche Soße? Curry. Einen großen Milchshake Erdbeer. Ja. Und ein McChicken Classic. Nee, das war's. Ja. Naja, 66 Euro. Komm ab, das ist ein Geld, oder? 60, 65. Hier ist ein Abwaschen, muss ich nachher. Aber es ist voll, Leute, wir müssen warten. Hier haben wir noch drei, vier, vier? Vier Autos vor uns. Hallo. Bitte. Guten Tag. Ach du Scheiße, das passt doch gleich das Fenster. Passt das überhaupt da durch? Bitte? Passt das überhaupt da durch? Das ist eine gute Frage. Mein Gott. Gerade so. Oh, Moment. Okay. Danke. Howard. Ach, noch was. Na ja. Soll sich auch lohnen, ne? So. Tschüss. Ciao. So, ab nach Hause, futtern. Mein Gott. Vier in einer? So. So. Andere machen das mit Schnaps, dass sie so dann durch. Wir machen es mit Grips, aber am Ende sind wir noch nicht. Den Cheeseburger. Das. So, wir essen jetzt. Ja, drei Stück übergeblieben. Müsste auch mal sein. Es ist mir. Es bin ich. So, wir haben es 1.45 Uhr und ich bin nur am Stream, wie ihr seht. Samstagabend. Samstagmorgen. Nee, Samstagabend. Was haben wir heute? Samstagmorgen. So. Hier ist der Chat. Alle fleißig dabei. Ihr könnt euch mal hier selber grüßen, wenn ihr wollt. Ihr seid nämlich gerade im Video. Huhu. Wir machen nämlich gerade Abschiedsfoto, weil wir wollen den Stream beenden. Oh, Eminem, Alter, geil. Ja, warte mal, ich gucke noch mal kurz auf den Chat. Weil jetzt sind die ganzen Leute hier da, nämlich der Patrick Kieke, Tobias Reis, der Markus Baunach, die Anna, die Liebe, der Michael Harting, der Evi, der Christian Schlade, der Fossi Bär, Sven Klausen,
Klausen, doch, Klausen. Checkout, der Brunsweg, Nauroth, Mark Zeck, Markus Braunach, Steffen L., Hermann Popanski, Marco Acker und wie sie alle heißen, hier geht's weiter, jetzt werden sie alle aktiv. Timon, mein kleiner Admin. Ist witzig, ne? Ihr seht mich hier so und wenn ich die Kamera umdrehe, ist der ganze Effekt weg. So, und habt ihr mal gesehen, so ein bisschen, wie es beim Stream abläuft, aus meiner Sicht. Juhu! Eben noch vorm Rechner und am Stream und schon hocken wir im Auto. Wir, das bin ich und da hinten Agaia und da hinten im Spiegel, falls ihr das sehen könnt, oder im Spiegel, ich dussel die. Hinter uns fährt meine Frau mit Lotti und vor uns fährt ein ziemlich langsames, was ist das? Toyota? Toyota! Starlet. Mein Gott. 1,3 XLI. Ja, fährt nur 13 km/h, das Ding. Ja, spazieren, Gassi gehen. Im Wagen vor mir fährt eine alte Schachtel. Oh, giga, was ist denn das? Da fahren wir durch. Da muss man als kleiner Mann, als Kind im Manne, muss man da durchfahren beim SUV. Hat es sich gelohnt? Nee, nicht wirklich. Ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Na? Ja, los. Komm. Mach nochmal, Hase. Nein. Komm, soll ich es dir machen? Ja, klappt doch fast. Oh, jetzt verknoten sich die Hunde. Ah. Links. So. 3, 4. Links. 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 Das ist immer rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. Was suchst denn du? Da gehe ich aber nicht mit. Agaia. Agaia. Wo ist denn lang? Am Ufer lang laufen mit mir? Ich sehe mich schon reinfliegen. Oh, mein Gott. Los, vorwärts, Marsch. Boah, da vorne geht es nicht weiter, Agaia. Da brauche ich Buschmesser. Ja, nein. Ja, so. Jetzt rutscht du meinen Socken. Nee, da gehen wir. Da geht. Nee, stopp. Stopp. Da komme ich nicht durch. Okay, da komme ich nicht durch. Da. Oh mein Gott, Leute. Da komme ich doch nicht. Ja, nasse Füße. Oh. So. Aber jetzt ist definitiv Schluss. Nee, da, nein. Nee. Nur wieder hoch. Komm, geh mal wieder hoch. Und wie man lang? Da? Oh, da, Kaya. Ja. Jetzt noch machen sollen die Konstanze. Na, Kaya? Kaya, geh. Komm, wir müssen hier lang. Ja. Irgendwie. Gehen Sie! Ich wollte euch mal zeigen, wie es bei mir aussieht, wenn ich ein Video schneide am Rechner. Sonst habe ich ja immer an dem MacBook geschnitten. Jetzt habe ich ja 3 Monitore zur Verfügung. Und zwar in der Mitte. Hier ist PowerDirector 17 offen. Hier unten ist die Timeline, wo ich mir die Videoschnipsel reinziehe. Hier habe ich das Vorschaubild. Ja, mit ganzen Informationen, wie lang das Video ist, bla bla, der Ton und der Tonausschlag. Auf dem linken Bildschirm hier habe ich die Videodateien von der Kamera hier, die ich auf dem Rechner habe.
Die kann ich mir schön mit der Maus von hier nach da ziehen. Und genauso ist es mit den Clips, die ich verwende. Ab und zu mal so diese Zwischensequenzen, diese lustigen. Zum Beispiel hier dieses Bildrauschen. Die hole ich mir dann von da nach hier und von da nach hier unten. Kann ich sie runterziehen. Kann ich mal zeigen. Kann ich mal dieses Bildrauschen. Kannst du ja nehmen und kann man hier unten einfügen. So, jetzt habe ich das Bildrauschen hier unten drin. Bitte, Vorschaubild, Bildrauschen. Brauche ich aber nicht. Löschen. Weil ich mache jetzt mal hier weiter. Und ganz schön zu sehen bei Power Vector ist, in diesen kleinen Dateien sehe ich einen grünen Haken. Hier. Und das ist die letzte Datei, die hier unten in der Timeline sich befindet. Also weiß ich kann jetzt die nehmen und die runterziehen. Die brauche ich jetzt auch. Ja. Vorschaubild aktiv. Und so schneide ich mein Video hier gerade. Kopfhörer für den Sound. Logisch. Wollte ich nur mal zeigen. Und damit ist dann auch der Sonntag erledigt. Wir haben es 18:41 Uhr, also ich schneide so ein bisschen weiter, klar. Gehe dann aber auch spätestens 2 Stunden gehe ich ins Bett, 20 Uhr, weil ich fahre um, wann fahre ich denn los? 3 Uhr, 2:30 Uhr, fahre ich los. Ich darf nach Ahrensburg zu einem Baumarkt. Richtig. Und das seht ihr entweder jetzt gleich, weil ich weiß noch nicht, wie die Videos sich entwickeln, also von der Länge her. Oder aber in einem neuen Video. Montagmorgen, 3:12 Uhr. Ich bin auf dem Weg nach Ahrensburg zum Baumarkt. Bin hier gerade Abfahrt Bockenem. Alter, und es bläst hier wirklich ja, ganz ordentlich. It's a windy Monday, Leute. Windy Monday. Ich bin gleich zum Wochenstart eingeblasen, du. Geil. So, ich war so lange nicht mehr hier, dass wir den ganzen Turm neu gebaut haben. Früher war es so, konntest du von der Straße aus in die Warenannahme reinfahren. Jetzt ist hier ein komplett neuer Markt und das Tor ähnelt wie die Einfahrt vom Gefängnis, so ein riesen Gittertor. Und hier an der Straße kann man eigentlich gar nicht parken. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich mich hinstelle. Verdammt, verdammt! Wie lange fahre ich denn hier schon nicht mehr? Das ist ja. Muss doch hier irgendwo der alte Markt sein. Warum sind sie abgerissen? Das ist ja. Bin hier völlig. Ich bin hierher gefahren, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Das ist überall Halteverbot. Ich bin im Industriegebiet. Parken? Nein. Darf sie als LKW-Fahrer nicht. Alle wollen sie Ware haben, aber. Ja. Sich hier hinstellen dürfen? Nö, nö. Nee.